Ah, hier war ich doch schon mal. Das ist. Ja, der Ghoul in Unterhose. Den kennen wir doch schon. So, ein bisschen habe ich mich hier letztens hier umgeguckt. Aber das habe ich wahrscheinlich hier gar nicht aufgenommen. Ja, ich habe Spaß. Voll Spaß. Extrem viel Spaß. Dieser furchtbaren Welt zu wohnen. Ja, ich habe voll viel Spaß. So, wie weit denn noch? Wie weit denn noch? Leider können wir es nicht sehen. Ui. Dann geht es aber tief runter. Warte mal, wir nehmen hier. Jetzt fängt es auch noch zum Regnen an. Ah ja, da müssen wir hin. Jetzt sehe ich es. Tatsächlich, jetzt sehe ich es. Finde Beckett. Das ist jetzt hier unser Auftrag, weil die andere da, keine Ahnung. Habe ich jetzt nicht gefunden auf der Karte, wo ich da hin muss. Ui, hier gibt es was zu essen. Unbedingt mitnehmen. Ich brauche nämlich was zu essen. So, also ab nach oben, oder? Mal gucken kurz. Aber hier ist was los. Was ist hier los? Schießt doch jemand. Roll ins Arbeitslager. So, was ist hier? Raider. So, ah ja, hier müssen wir. Okay, ich dachte da vorne Leitern waren, also Treppen. Aber es waren auch Leitern zu sehen. Mal gucken, gibt es hier was zu essen? Rattengift, das ist nichts zum Essen. Würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Hm? Wer schreit denn jetzt hier rum? Tut mir leid, Hund. Tut mir leid. Oh. Naja, sie. Oh Gott, was war das denn? Ah, da ist noch einer. Oh, die werfen hier mit Granaten. Lasergewehr. Wo ist denn der? Sehe nicht. Ach, da oben. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich Mode. Ich sollte mir jetzt ein Stimpack reinklatschen. Noch einen vielleicht. Hier ist ja ganz schön was los. Wo ist er? Wo ist er denn? Oh, die werfen hier mit Granaten. Leichtsinnig hier rum. Hier liegt eine Leiche. Aber da hat nichts dabei. Ui, 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 ui. Wo schießen der Herrgott? Könnte hier durch Wände schießen oder was? War denn sein Bein verkrüppelt? Aber der ist gleich dran gestorben. Hier ist er. Oh, ich schieße mal aufs Bein anscheinend. Ja, zum Verwerten. So, hier schießt doch noch irgendwo einer. Wo bist denn du? Hier oben? Ach, da oben ist er. Und noch einer.
Also wirklich immer auf die Haxen schießt er drauf. Werden mitnehmen. Hey, mitnehmen. Schießpulver. Boah, der liegt schon länger hier. Man vergammelt hier vor sich hin. Fernglas. Nehmen wir das mal mit. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Haben meine halbe Truppe erwischt. Verdammt. Ich sollte neue Rekruten auftreiben, bevor ich zur Hacienda zurückgehe. Dieser Drecksack hat uns in einen Hinterhalt geschickt. Eine Schatzkarte. Aber wenn, dann finden wir das zufällig schon. Ich brauche jetzt keine Schatzkarte mitnehmen. Jetzt lass mich mal hier raus. Was ist das denn? Wie siehst du denn das für ein Zeugs? Aluminium vielleicht. Sollten wir das mitnehmen? Ah, hier geht's runter. Kühlmittel? Achso, ich wollte eigentlich gucken, was da in dem Koffer drin ist, aber da, das können wir jetzt nicht greifen. So, das war hier voll mit Raiders. Ein Rezept. Nehmen wir das mal mit. Ah, hier. Habe ich die noch nicht alle ausgeplündert? Kampfrüstung. Wir gucken gerade. Oh, jetzt kann ich schon wieder nichts tragen. Ja, ich weiß. Aber hier gibt es bestimmt irgendwo ein Werkbank oder sowas. Müssen wir uns nur mal umgucken. Aber vielleicht habe ich da was Besseres gefunden. Rüstung. Hier, Level 20. Natürlich ist das besser. Zumindest ist sie nicht so zerstört wie meine. Linker Arm. Linker Arm. Habe ich hier überhaupt was im linken Arm? Ich sehe gar nichts. Nur rechter Arm. Ach, hier. Ja, linker Arm. Doch, das ist der linke Arm. Ja, der ist sogar besser. Brustteil. Aber die wiegt natürlich ordentlich was. Im Gegensatz zu der hier. Naja. Okay, dann können wir das andere verwerten, würde ich sagen. Verwerten. Mal gucken, ob wir hier irgendwo eine Werkbank oder so finden. Aber ich schätze mal jetzt schon, weil das hier ein Lager von den Raidern ist. Ach, haben wir schon gefunden. Sehr gut. Fernglas. Ist es denn? Aber wir tun das jetzt mal weg. Ich glaube nicht, dass wir das brauchen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Maschinenpistole, hui. Egal, weg. Brustteil, rechtes Bein, linker Arm, linker Bein. Was? Ah ja, doch, passt alles. So, jetzt können wir wieder normal laufen. Zigarettenschachteln, yes, das ist noch.
Aber hier hätten wir halt noch was, ne? Pistole. Ach komm, wir nehmen das doch mit und zerlegen das da in der Werkbank. Fleisch vom Mischlingshund. So, wo war das jetzt? War doch hier irgendwo. Hier. Sehr schön, jetzt können wir hier endlich hoch zu unserem Quest. Oder finden wir hier doch noch andere Sachen? Oh Gott, was ist denn hier? Ein Kaninchen liegt hier rum. Oh, okay. Jetzt. Aber hier erstmal weiter gucken. Fleischhaken. Aha, Handschellen. Was haben wir noch? So, dann muss ich hier solo betreten. Wir gucken erstmal hoch. Ah, hier liegt doch noch jemand rum. Metallrüstung, Brustteil. Ja, klar, nehmen wir das mit. Hoppala. Raketenwerfer hat er auch hier. Den können wir verwerten. Das Zeug können wir verwerten, weil wir zwischen den bestimmt jetzt nicht aufheben. Oder spielen damit. Der schweren Waffe. Gut, mehr gibt es hier anscheinend nicht. Oh, da gibt es noch weiter hoch. Na, dann schauen wir erstmal hier hoch. Aber hier wird. Ne, hier ist nichts mehr. Aber es ist eine schöne Aussicht. Aber von hier oben. So, ab nach unten, komm. So. Wo ging's denn jetzt hier? Ah, hier geht's runter. So, dann da. Rein da. Mal schön, was wir hier finden. Zuckerbomben. OP-Tablett. Hier, die Tischventilatoren, die sind, glaube ich, gar nicht so schlecht. Besen. Achso, wir müssen hier rein. Wir müssen hier rein. Schlüssel? Einen Schlüssel brauche ich. Dann kann ich doch mit dem quatschen, hey. Oder? Hey, du da! Hallöchen. Hi. Du musst mich hier rauslassen. Ja, wieder. Ja, und ich muss wahrscheinlich sogar morgen zur Arzt. Nein. Warum? Ich habe eine Entzündung am Auge. Oh. Nehmen die mich auseinander. Wahrscheinlich sogar eine ansteckende. Was ich meine? Oh, tja, damit kann ich nicht arbeiten. Das geht nicht. Hilft ja nichts, ne? Ja. Scheiße, ey. Geht nicht. So, dann sage ich mal zu dem Typen hier. Ich komme wieder, ich sehe mich hier erstmal. Okay. Vierti. Sein muss. Beckett. Ich komme wieder. Ja? Ganz cool mit Sonnenbrille. Wirst du verfolgt oder was? Nee, nee. Das nicht. Aber der ist hier gefangen. Ich schätze mal, ich muss den wahrscheinlich rauslassen. Gut, ich löse gleich mal das Team auf. Und dann kannst du gleich Horsten, also mich dann einfach normal dann, kein öffentliches Team aufmachen. Okay. Sonst haben wir immer ein nerviges Gesindel, das uns nervt. Das muss nicht sein. Und ich klaue die teilweise auch den Loot denn vor einen weg. Ach so, ist es so, wenn man jetzt hier irgendwie zusammen jetzt in einem Team ist, das wollte ich sowieso schon mal fragen. Ja, alles Loot an Boden, was so regulär rumliegt, das können die natürlich auch einsammeln, ja. Achso, dann kann ich das nicht mal. Also das ist nicht für jeden Spieler, sondern so, wenn so einer haben das wir einsammelt, das alles für uns, wenn wir in bestimmten Räumen reinkommen, wo man nur laut Quest reinkommt. Ach so, okay. Ah, ja, ich konnte die sogar zu Team Leiter machen. Gut, dann ist es ja geritzt. Noch besser. So dann muss ich. Muss ich, dann komme ich mal zu dir wieder, oder?
Ja, ich bin eh in deine Base. Aber ich, du kannst dich an sich vorbereiten, womit du spielen möchtest. Dein Inventar so ein bisschen leer machen. Ach so, apropos, bevor wir losziehen, wir waren doch letztens bei einem Händler, aber ehrlich gesagt, ich habe da nicht aufgepasst, wo der war. Ich habe nicht auf die Karte geguckt. Die werden als Bahnhof oder als Zugsymbol markiert auf der Ah, Karte. okay, weil Das da sind immer müsste. diese, das sind immer diese Shops, da wo dieser Bahnhof angezeigt wird, diese gescheuerte in dieser Zug immer. So. Das wäre nämlich cool, wenn ich da jetzt noch ein bisschen Loot loswerden könnte. Aber sicher. Bahnhof, sagst du? Geil, jetzt muss ich erstmal gucken, wo ist. Sieht denn das hier als. Mal gucken, Kann er sonst so Nachbarbahnhof. einen hinreisen, dann hast du noch einen. Hier ist so eine Lokomotive oder was das hier ist. Ist das sowas? Ist halt ein Zug, ne? Sieht aus wie so ein Bahnhofssymbol, ne? Ist halt Ja. ein Zug. Ein Zug, ja. Aber da will jetzt, wenn ich da hin Station will. Wildspring zum Beispiel oder hier Ah, okay. Station R und G. Also da gibt es mehrere Händler, ne? An jedem Bahnhof Ja, da sozusagen. gibt es verschiedene. Ist es normal, Steht dass dabei immer das schnell. hier Geld kostet, das Reisen? Ja. Schnellreisen Okay. kosten immer Kronkorken. Dann ab dahin. Außer halt öffentliche Events, da kostet das eben nichts. Ja, oder wenn du so ein reguläres Event hast, das wird dir dann immer angezeigt auch. Es gibt ja noch normale Events, die werden dann als weißer goldener Punkt markiert. Zum Ja. Beispiel Event Fliegenklatsche oder Töte einen Wolfsrudel oder sowas. Oder ein Enklaven-Event, das brauchst du zum Beispiel, wenn du die Story der Enklave spielst. Da kriegst du die Power-Rüstung X01 freigeschaltet und kannst auch Atombomben entzünden und sowas. Ach du Himmel, Kannst Arsch du mit zum Beispiel dem. eine Questline starten, die dauert knapp eine Stunde ungefähr, wenn man das so ohne Glitchen Ich macht. bin zum Handel mit Vorräten Dann und kannst du Ausrüstung dieses Event autorisiert. Atombombe machen, was das jemand Okay, vergibt. Es wird manchmal durch Zufall ausgelöst und manchmal auch von Spielern. Dann steht ja zum Beispiel da so ein kleiner Text, so ihr Dings und Dings hat eine Atombombe gezündet. Willkommen, Man kann da auch frei Bürger. entscheiden, in Ich welche Richtung. bin Oder geschweige denn, zum welche Region. Handel Und mit dementsprechend, Vorräten welche Region das ist, autorisiert. ist auch der Loot. Hallo. Oder zum Beispiel Spezialbelohnungen. Och, hier ist ja noch meine Kollegin. Die ist ja auch noch online. Decken Sie sich Nuka-Cola. ein, solange Was braucht man Sie das? die Möglichkeit haben. Nuka-Cola? Ja. Nuka-Cola Twist kannst du tatsächlich gut gebrauchen, weil der zufällige positive Effekte gibt für eine gewisse Zeit. Also die normale Nuka-Cola könnte ich jetzt eigentlich Wagen verkaufen, oder? Sie sich Ja, nicht theoretisch ohne schon. die Na, dann tue ich die nötigen mal weg. Vorräte ins Ödland. Ich verwende nur Nuka-Cola Twist, aber Nuka-Cola Quantum ist zum Beispiel auch nicht schlecht. Kann man, Mann. Fernglas habe ich vorhin Munition gefunden. und andere Manche haben ja auch Vorräte bessere sind Atem oder hier geben für kurze verfügbar. Zeit bessere Attribute oder gibt es verschiedene Buffs. Da kann man vieles mitmachen. Okay. Wenn man mit Essen und so agiert und damit arbeitet. Gibt schon coole Möglichkeiten. Schlagen Sie jetzt zu, solange So, der Vorrat Freunde, reicht. was wollte ich denn hier? Ein paar Reparaturkits wollte ich mir mitnehmen. Ein Quantum habe ich tatsächlich auch im Inventar. Wenn Sie. Sie Vorräte Ja, ich einzutauschen brauche legendäre Mods. haben, Davon brauche ich kann ganz ich viele. helfen. Muss ich mir ganz viele besorgen. So, dann gehe ich tatsächlich schon mal zu dem Ort, Port Bereit Atlas. zum Handel mit Ja. Vorräten, Munition Dann kannst du nachher, und wenn du damit fertig Ausrüstung. bist, einfach eine schnelle Reise zu mir machen. Heilmittel. Für was ist das eigentlich gut, wenn man jetzt irgendwie krank ist oder so? Ja, klar.
Heilmittel, da gibt es manche für Krankheiten und sowas. Da steht halt alles dran. Zum Beispiel manchmal hast du negative Effekte und die heilen die. Es gibt verschiedene. Antibiotika, Stimpaks und sowas alles. Ja. Alles Mögliche. Decken Sie sich ein, solange Sie die Möglichkeit haben. So, ich bin jetzt wieder gerade am Verdurschen. Ich muss mir gerade Wasser rein. Naja, das Notrink musst du dich nicht unbedingt kümmern, außer deine Waffenverbesserung, sagen wir. Verhungern und verdursten kannst du ja nicht. Ach so, kann ich gar nicht, auch wenn ich jetzt nichts trinke. Nö. Das wusste ich gar nicht. Ich trinke, seit ich eine Powerrüstung habe, gebe ich nicht mehr und das ist schon auf jeden Fall über ein Jahr her. Ich dachte, da nippel ich dann immer ab, wenn ich jetzt hier nichts trinke. Oder esse. Du kannst Krankheiten schon kriegen, ja, und sowas. Das kann schon passieren, aber. Aber es ist jetzt nicht gravierend. Ey, zum Essen hätte ich jetzt gar nichts. Na gut. Wenn das so ist. Wenn das so ist. Erstmal durch die Gegend winken. Jo. Wenn wir da nichts weitermachen wollen, musst du hier mal als erstes reingehen. Okay. Als Teamleiter. Dann können wir nämlich auch gleich da rein joinen. Weil sonst bist du alleine da drin. Das ist halt Quest. Questgebiete und sowas. Oh, Gottchen. Auf mich warten Aufgaben. Nee, ich stream auch gerade. Musste aber tatsächlich meine Kopfhörer auch anschließen. Also ich bin kein Babysitter für die Zivilisten. Dann will ich auch nochmal richtig mit Mikrofon und sowas durchsteigen. Und mal gucken. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Aber beruflich auf keinen Fall. Ja, ich mach's ja auch mehr oder weniger zum Spaß. Ah, genau. Du, jetzt kannst du hier mit den Ritter Schön hier quatschen. Oder hier, ist der mit hier unten? Paladin sehe ich Ramani. Das wieder nicht. Na, hier oben sind zwei. Weil der wichtigste Level. Das oben ist der. Da musst du dich hier quasi beweisen, indem du gleich ein paar Beweise sammelst. Oh, weg ist sie. Da kannst du ja noch nicht durch. Mit dem Ritter Schön, der hier rein. Ach, hier ist einer. Ja. Zack. Es geht gerade erst los. Wenn du etwas von der Bruderschaft willst, dann stell dich an. Ich habe jetzt gerade keine Zeit für dich. Bist du aber nett. Ritter Daniel Schön, Stählerne Bruderschaft, erste Expeditionstruppe. Wir haben hier Dringendes zu tun, also komm zur Sache. Hat er das? Anwärter Dorsey soll am Anfang was machst du denn stehen. Da? Lach ihn er ist aus. Nicht mein Sekretär. Ich sehe das nur so im Augenwinkel. Solche Dinge entscheidet Paladin Ramani. Nur darum zu bitten, reicht natürlich nicht. Du musst dich als würdig erweisen. Wenn du dich uns wirklich anschließen willst, musst du dir die Zustimmung der Offiziere hier verdienen. Auch meine. Bist du darum hier? Noch ein Bewerber, der vom Dienst in der Bruderschaft träumt? So, was jetzt? Ich möchte der Bruderschaft beitreten, oder was? Richtig. Okay, dann spare ich mir den ganzen anderen Blabla hier. Wäre reicht nicht. Nicht jeder, der zu unserem Orden gehören will, ist auch würdig, ein Anwärter zu sein. Ich würde dich zu den anderen Kandidaten stecken, bis wir entscheiden, ob du würdig bist. Aber wenn du es ernst meinst, kommst du gerade recht. Du könntest etwas für mich erledigen, so hilfst du dem Orden und stellst deinen Wert als Kandidat unter Beweis. Hier in Fort Atlas tauchen viele Zivilisten mit Anfragen und Bitten für die Bruderschaft auf. Die Leute fürchten sich, verlangen etwas oder wollen, dass wir uns in ihre Streitigkeiten einmischen. Zivile Angelegenheiten sind nicht mein Gebiet. Außerdem muss ich diese Anlage sichern.
Wenn du wirklich helfen willst, dann erspar mir diese Mühe. Befrage die Antragsteller und berichte ihnen, was sie wollen. Mach es richtig. Lass es mich nicht bereuen. Verhalte dich ordentlich. Dann ziehen wir dich für die Anwärterschaft in Erwägung. Oh, oh. Wer ist da? Wenn du die Kandidaten suchst, die sind unten. Da, wo du vorhin rumgelatscht bist. Ah, jetzt sehe ich es auf der Map. Gibt auch nicht so auch einzigartige Waffen als Belohnung. Gibt's hier auch. So, dann wen wählen wir denn jetzt hier aus? Ist das wurscht? Mit wem ich hier? Ich muss eigentlich mit mehreren Leuten eh quatschen. Ah ja. Bist du bei diesen Stahlbrüdern? Warte schon lang drauf, mit denen zu reden. Die Rekruten werden besonders auch. Wurde ja auch Zeit. Wäre schon fast an Altersschwäche. Loot-Aktion, erstmal looten. Deswegen hat dich dieser Ritter. Ah, das ist hier aber nichts Tolles. Außer ein bisschen Stahl. Ich will einen fairen Handel. Damals habe ich Geschichten über diese Stahltypen gehört. Sie zogen umher und nahmen den Leuten Sachen weg. Für die Sache, hieß es. Na, als wären sie was ganz anderes. Ich habe nicht viel und muss mir schon wegen der Raider Sorgen machen. Also ist es besser, sofort einen Handel zu machen. Meine Farm bringt nicht viel ein, aber ich habe einen Überschuss, den sie bestimmt gebrauchen können. Im Gegenzug sollen diese Stahljungs und Mädels die Raider von meiner Farm fernhalten. Angeblich sind sie ja auf unserer Seite. In Ordnung. Mehr kann ich nicht erwarten. Danke. Mach's auch gut. Okay, normal. Bauarbeiterhut. Der Bärbau. Sprich oder verschwinde. Hey, zerstört ihr jetzt da die ganze Einrichtung? Was ist mit euch los? Ja, kann ich. Ich sehe nur so aus. Ach ja, okay. Mit dem Kaliber 50 macht sie alles kaputt. Der ernste Herr in der Powerrüstung, oder? Das war Edgar Blackburn, zu deinen Diensten. Und was wollte Ritter Shen wissen? Lass hier zwei Kollegen hier mit einem Gussminigern. Super. Der Besitz der Bruderschaft fortschrittliche Technologie. Als Arzt und Wissenschaftler war das für mich von Interesse. Ah, für meine Forschung brauche ich Ausrüstung, Plasmaschneider, die schwer durch Plündern oder Handeln zu beschaffen sind. Ich wollte fragen, ob eine Übereinkunft möglich wäre. Aber Ihren Aktionen nach zu urteilen, herrscht bei Ihnen derzeit noch zu viel Chaos. Beim Zustand der anderen Bittsteller gehe ich davon aus, dass Ihre Bedürfnisse meine überwiegen. Oh, das dauert ja ewig hier. Ja, das ist leider jede Questline. Aber ich glaube, das alles andere ist da, glaube ich, auch nicht so wirklich interessant, gell, dass man hier gleich das Wichtigste anwählt. Das reicht, glaube ich, völlig aus. Das, wie gesagt, Fallout 76 ist halt ein sehr auf Masse ausgelegt. Du siehst nicht aus wie diese. Gerade bei diesen hier Beschäftigungstherapie, schick einen Ort zum nächsten und mal dann das, bis dann mal ein paar Bosse kommen, mal Belohnungen, worauf man das eigentlich abgesehen hat. Also ich habe tatsächlich für die gesamte Questline hier von der Bruderschaft, da war ich den ganzen Tag mal beschäftigt mit. Oha, aber dann war ich auch durch. Also 16 Stunden, ne? Ja, ist schon ordentlich, nur für die. Das war noch, wo ich die Zeit dafür hatte. Was? Ich? Ein Raider? Nein, 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 nein. Mach dich mal nicht lächerlich. Ganz richtig. Große, tolle Waffen. Jeder hier redet von dieser Bruderschaft mit ihren Hightech-Spielzeugen. Da dachte ich mir, Telly, die Dinger brauchst du auch. Oh, natürlich zur Verteidigung. Damit ich und meine armen, unschuldigen Freunde uns
vor den ganzen fiesen Typen da draußen schützen können. Wir machen hier nur Mist wieder. Was war das für eine Tommy? Ich kapier's schon. Versprechen kann man nichts. Na, hör mal her, du. Mach mal Shop auf und ich gucke mal rein. So. Jetzt muss ich wieder hoch. Tatsächlich. Gesundheit. Ja, wenn du viel triffst. Oh. Auch nicht schlecht. Hoffentlich hast du was Nützliches zu sagen. Und nicht schlecht. Kann er nicht mal selber kommen? Beschlagnahmt er vielleicht gerade Rüstungspolitur? Okay. Bleib ruhig schon. Also. Was hat er zu sagen? Das Problem ist, dass ein paar dieser Bruderschaftsclowns mir mit Waffengewalt Sachen weggenommen haben. Ich bin friedliebend und war auf keinen Fall vorbereitet darauf, dass bewaffnete Gauner das wenige, was ich zusammenkratzen konnte, beschlagnahmen. Hab die Raider nie verstanden. Ich mag die Ruhe und brauch nicht viel. Schon gar keinen Ärger. Aber jetzt? Verstehe ich es. Ich bin hier, damit die Bruderschaft die Sache ins Reine bringen kann. Sonst gehe ich vielleicht nach Crater und mache es wie die. Wenigstens tun sie nicht so, als wären sie die Guten. Hey. Danke. Ich brauchte nur jemanden, der mich ernst nimmt. Hoffentlich kannst du sie überzeugen. Die Bruderschaft hätte wohl was. Ruhe Party bei euch, oder was? Ja. So, jetzt muss ich zu dem Typen hier wieder. Oder gibt's da noch einen? Doch, erstmal mit dem hier. Ich habe dir. Hast du die Aufgabe abgeschlossen? Gut. Dann schieß los. Ich habe die Personenliste. Gib mir eine grobe Übersicht. Die Bruderschaft ist nicht die Wohlfahrt. Unsere Mission lautet nicht, Zivilisten mit Vorräten für ihre persönlichen Zwecke zu versorgen. Wir helfen dem Doktor nur, wenn er seine Forschung exklusiv der Bruderschaft zur Verfügung stellt und sie unter unserer Aufsicht geschieht. Aha. Der Ritter Schienen? Den mag aber irgendwie auch keiner. Ne, ich auch während der Quest reine. Du wirst ihn wahrscheinlich nicht mal mögen. Quacksalber woanders hausieren gehen. Im Ödland wimmelt es von sogenannten Wissenschaftlern oder Ärzten. So ist es meistens. Für gewöhnlich bereitet so etwas nur Ärger. Wer kommt jetzt? Wir sind keine Söldner, die gegen Güter als Bezahlung Wache für jemanden schieben. Unwichtig. Die Bruderschaft ist nicht dazu da, von Farmern und Siedlern angeheuert zu werden. Wir haben unsere eigenen Probleme. Genug davon. Wer kommt jetzt? Das ist alles abgelehnt hier, nein, oder was? Wir sind bist keine Waffen. Welche? Merkt ihr das? Die Bruderschaft bewaffnet keine Zivilisten. Punkt. Boom. Der Nächste. Super. Die ganzen Anliegen werden hier abgelehnt. Ist ja nicht so, dass wir auch Zivilisten sind, ne? Und mehr bewaffnet sind als die Bruderschaft eben, selbst. Eben. Unmöglich. Das können wir nicht gewesen sein. Du klingst wie Paladin Ramani. Doch was jemand glaubt, soll uns nicht interessieren. Wir haben diesen Mann nicht beraubt. Wir haben damit nichts zu tun. Und so sollte es bleiben. Das wäre alles. Entgegen meiner ersten Annahme hast du bewiesen, dass du Befehle ausführen und für die Bruderschaft von Nutzen sein kannst. Verabschiede dich lieber von deiner bürgerlichen Weichheit. Ich werde deine Hilfe aber in meinem Bericht an Paladin Ramani vermerken. Wenn du dich uns anschließen willst, habe ich nichts dagegen. Ich gewähre dir vorläufig Zutritt zu unserem Gelände. Geh zu unserer Gelehrten Valdez. Willst du Paladin Ramanis Aufmerksamkeit, brauchst du ihre Hilfe.
Der. Willkommen. Ich werde zuerst Bericht an Paladin Ramani die Empfehlungen vermerken, die ich für passend erachte. Als befehlshabende Offizierin liegt die endgültige Entscheidung bei ihr. Du hast damit nichts mehr zu tun. Bleib besser wachsam. Oh, endlich. So. Immer auf Zack. Das Ödland ist gnadenlos. Aktiviere den Scanner. Ist das jetzt hier mein... Wir müssen hier raus, oder? Ja. Wenn ich immer im Vorbleibe, mache ich mir nie einen Namen. Hä? Ach, hier ist er. Dann kann ich mich endlich mal beweisen. Nur uncoole Aber jetzt, ach so, weil ich jetzt mehrere Quests... Ja, das ist wieder so irritierend. Ich muss mal die anderen Quests hier rausnehmen. Ja. Weil das stört hier extrem. Hier gibt es total Internetstörung. Ich muss den Stream mal verbeenden, gerade bei mir. Das ist mir jetzt klar. Wir sind jetzt schon wieder los. Internet spinnt wieder. Oh. Ne, ich bin gleich wieder drin. Keine Sorge. Ich bin ja gleich wieder da. Was ist das jetzt hier im Hauptquest? Jetzt alles raus. Oh, jetzt habe ich alles rausgenommen. Wir werden bereit sein. Der Mutantenangriff war nicht mein erstes Gefecht. Und er wird ja, dann musst du gucken, dass du die richtige wieder anhast. Aber du musst eben mit Gelehrte weil das reden. In dieser Lächeln im Raum. So, jetzt halt. Die ist oben irgendwo. Oh, wo ist die denn? Juhu. Aha. Ich hab's geschafft, Takano. Solltest du nicht am Eingang warten? Hallo? Ich möchte ja nicht unhöflich sein, aber was genau machst du hier oben? Du möchtest dabei sein? Und Ritter Shin hat dich geschickt? Dann ist das unser Glückstag. Paladin Ramani entscheidet darüber, aber der Ritter und ich haben einen gewissen Einfluss. Zufällig brauche ich jemanden, der mir bei einer kleinen Mission hilft. Falls du interessiert bist, nehme ich dich mit und setze dich ein. Wenn du es gut machst, schreibe ich dir eine Empfehlung. Wie wär's? In unserer neuen Basis wimmelt es von alter Technologie. Aber ich möchte was Spezielles untersuchen. Es geht in einen abgesperrten Bereich unterhalb von Atlas. Ich möchte nicht unbedingt allein gehen, also hätte ich gern Verstärkung. Da hat aber jemand Vertrauen. Ich bin bei der Bruderschaft. Ich halte was für Fragezeichen. Keine Sorge. Schön, dass wir uns einigen konnten. Noch Fragen, bevor es losgeht? Müssen wir hier jetzt draußen warten? Nö. Sehr gut. Ich muss aber hier noch ein paar Sachen erledigen. Geh schon mal runter. Wir treffen uns dann dort. So, müssen wir sowieso jetzt wieder runter. Hä? Lol. Ah, deswegen Fragezeichen. Sie kommt nicht rein, aber ich schon. Ich habe ja freien Zugriff. Komisch. Hm. Echt? Bei welcher Mission bist du denn vor der Quest schon? Unheimliche Höhle. Ah, ach so. Ja, da will ich gern dabei sein. Hallo, hallo. Bei den letzten Missionen will ich dabei sein. Bitte nicht, so, wir müssen bitte nicht durch. Unheimlich, Mann. Aber irgendwie müssen wir hier durch, ne? Aber wenn sie jetzt nicht musst du wieder raus, oder? Ja, hier dann. Geht mal ohne mich. Ich versuche mich durchzugehen. Okay, Scotty. Wir zählen auf dich. Wo musst du denn hin? Hier rein. In den Unterbaum. Ach ja. Ja, die Sache. Mit dem Verteidigen. Ach, ich sag nichts. Ist alles Spoiler. Ich lass das mal lieber. Dum, 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 dum.
Nach 30 Level, dann bin ich Level 300. Habe ich die 300er Marke. Es läuft die in Zeitlupe hier, die Dame, diese Walders. Ja. Bin echt lahmarschig, ne? Da bist du ja. Aber wirklich. Also, hast du Lust, dein Verständnis durch ein bisschen Lesen zu erweitern? Ich wollte hier nach Dokumenten aus der Vorkriegszeit suchen. Erst kauen sie dir dann ein Ohr ab hier und dann laufen sie so langsam. Also ich komme nicht rein. Aber egal. Aber du wärst erstaunt, wie geht ab und an mal. Zur Not einfach das Spiel komplett schließen, auf der PlayStation-Taste drücken und Spielanwendung schließen und neu starten. Und dann müsste da eigentlich angezeigt stehen, Team wieder beitreten. Vielleicht hat sich denn der Bug behoben. So, ich muss dann. Aha. Nee, das ist eindeutig ein Bug, da würde ich mal eben neu starten. Hä, wo geht's denn jetzt hier? Hä? Ah, ich glaub, wir müssen runter, ich glaube, hier runter war das. Ich kann mich schon gar nicht mehr ändern, so lange ist das her. Ah ja. Kundschaft bei dir, oder was? Hier, bitte. Oh. Hier ist ein Dokument. Das muss Dr. Hammond sein, der leitende Atlas-Wissenschaftler. Oh. Bei der ersten Durchsuchung haben wir seine Bänder und Protokolle gefunden. Diese Tech hier unten ist sein Werk. Und er hat auch nach dem Krieg daran gearbeitet. Ich sollte ein angemessenes Begräbnis organisieren. Ich glaube, das ist gut. Reden wir kurz. Das dürfte für den Anfang reichen. Lass mal sehen. Atlas außer Betriebnahmebericht. Das Projekt lief also doch nicht so toll. Ich wusste, dass das alles zu gut klang. Faszinierend. Wow. Habe ich dich aber ganz schön geheime Sachen lesen lassen. Eigentlich hätte ich dir davon gar nichts zeigen dürfen. Oh oh. Bedeutet tot. Eine reife Einstellung. Das weiß ich sehr zu schätzen. Ich kann dir nur wenig sagen. Aber relevant ist Folgendes. Atlas war vor dem Krieg nicht wirklich ein Observatorium. Das war nur eine Tarnung. Das Militär hat hier ziemlich hochentwickelte Dinge erforscht. Wir sollten das untersuchen und herausfinden, was für die Bruderschaft nutzbar ist. Ne, ich komme nicht rein.